kriegen. So, da ist das Register schon angezeichnet vorher. So. Oft muss man einen bis zwei Probedrucke machen, bis die ganze Sache dann funktioniert. So, das sind also die 7 ausgesägten Metallteile, also Messingplatten, das sind Reststücke von anderen Arbeiten und man könnte sagen, ein Recyclingprodukt. So, jetzt der spannende Moment, ist der Druck gelungen oder nicht. So, dann nehmen wir das Papier mal ab. Mal schauen. So, ich denke, die Sache könnte passen. So, Augen zu. Passt. So. Ich habe natürlich vorher ein Register, ein sogenanntes Register angelegt. Da ist genau das Papier eingezeichnet, die Papiergröße und dann natürlich die Plattengröße, weil die Sachen, die müssen natürlich stimmen. Die kann man nicht dem Zufall überlassen. So, jetzt. So, zurück wieder. Ich glaube, der Druck ist ausreichend. Geht schon.
So. Man muss jetzt vorsichtig sein, weil wenn man es zu schnell runterklappt, dann können die kleinen Metallteilchen so durcheinander wirbeln, dass es dann doch nicht sein sollte. Dann spielt der Zufall eine zu große Rolle. So. So, Nummer 4.